sich meine Knie wie Pudding anfühlen. Jetzt folge ihm einfach ins Büro. Ich gehe rein, bringe ihn mit der Waffe zum Reden und verschwinde, bevor ich Ärger kriege. Alles wird gut. Alles wird gut. So, willkommen in meinem Reich. Ich nehme die. Die ist ja sonst nur im Weg, Herzchen. So, zeig mir, was du kannst. Zieh dich aus. Langsam. Sieh alles aus, Baby. Krieg ich einen Drink? Einen kleinen Drink. Nur zum Warmwerden. Mir ist schon warm genug, Süße. Ja, jetzt wird's heiß. Los, zeig mir was. Könnten wir erst reden? Oh nein, wir brauchen nicht reden, Baby. Das habe ich satt. Los, zeig mir, was du kannst. Tut mir leid. Ich glaube, das ist ein kleines Missverständnis. Ich muss jetzt gehen. Alles klar? Ein andermal. Du hast da wohl was missverstanden, Süße. Du verschwendest meine Zeit. Alles oder nichts, Baby. Und ich will immer alles. Die Lampe. Wenn ich nur da dran käme. Ich hab's. Baby Süße. Du hast ja... Das hat echt gesessen. Gut gemacht. So, Akt 2. Loverboy packt aus. Ah! Wenn du schreist, bist du tot. Klar? Shit. Was willst du? Du hast eine Wohnung in der Marble Street. Ich will wissen, warum. Eine Wohnung? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Dazu hast du nicht die Eier, Baby. Ich zeig dir meine, wenn ich dich erwische. Du Scheißnutte! Du bist tot! Was? Ist alles okay? Wenn dir deine Eier was wert sind, Paco, dann fang endlich an zu reden. Ah!
Was machst du? Nein, hör auf! Hör auf! Hör auf! Ich werd gerade erst warm. Willst du mehr? Ich war nie in der Wohnung. Ich hab die Schlüssel so einem Kerl gegeben. Er hat etwas gesucht. Er hatte viel Geld. Wie hieß dieser Typ? Ich weiß es nicht. Ich schwör's. Ich weiß es. Shepard. Er heißt John Shepard. Mehr weiß ich nicht. So, das war doch gar nicht so schwer, oder? Es war wirklich romantisch mit dir. Aber ich muss los. Man sieht sich, Loverboy. Nächstes Mal überlegt er zweimal, ob er einen sexy Hasen mit ins Büro nimmt. Zeit zu verschwinden. Mein Kopf explodiert gleich. Dieser Name, John Shepard. Ist das der Name des Kindes? Bald werde ich es wissen. Das war doch was. Das war doch echt nicht schlecht. So kriegt man jeden. Ich suche Paco. Paco? Hier gibt's keinen verdammten Paco. Verpiss dich! Sind Sie absolut sicher? Er ist im Büro. Da, die Treppe hoch. Erschreckt. So eine verrückte Nutte war heute hier und hat nach der Wohnung in der Marble Street gefragt. Ich weiß nicht, was du da treibst, ist auch egal. Aber was auch immer es ist, es fällt langsam auf. Hör zu. Ich weiß, du hast mich vor dem Knast gerettet. Aber die Nutte hat mich fast gekillt. Ich hab gemacht, was du wolltest. Ich glaube, wir beide sind jetzt quitt, hä? Hey, was mach keinen Scheiß! Nein! Warte, ich kann dir doch noch helfen! Nein! Nicht schießen!
Ugh!